Wir stehen kurz vor dem Durchbruch in die Neuzeit. Denn wir sind im Dezember 2022. Das Jahr 2023 wird heute angekratzt, aber ich kann euch beruhigen. Es wird nicht die letzte Folge sein, aber wir kommen dem Ende sehr, sehr nah. Codeblue, wie viele Folgen wird es geben? So viele, bis du sagst, wir hören auf. Okay, also 50. Gut. Also das ist deine Entscheidung. Also ich hätte ja noch viel länger gemacht. Also ich hätte bis 2050 noch gemacht. Dann machen wir bis 2050, gar kein Problem. Zu viel Zeit haben wir doch gar nicht. Gar kein Problem. Es kommt Hogwarts Legacy, was haben wir denn tun? Absolut. Aber die Frage ist, wirst du denn Hogwarts Legacy, wirst du das spielen? Nein, aber du. Auch nicht privat oder so? Nee. Ich mach weiter. Ja, machen Sie weiter. Ich glaube nicht, dass ich es privat spielen werde. Dabei also bist du doch auch voll so ein Potterhead, oder nicht? Potterhead, absolut. Mhm. 100%ig. Aber ich weiß nicht, ob ich das zeitlich gebacken kriege. Okay, die so Zeit ist bei dir das Ding. Okay. Hätte ja sein können, dass du sagst, dass dich ein Harry Potter-Spiel gar nicht so interessiert. Ja, ist schon durchaus relevant. Oder was mich theoretisch interessieren könnte. Ich persönlich habe die Bücher nie gelesen, also immer mal angelesen, aber man kann nicht von Lesen gesprochen haben. Aber ich kenne die Filme sehr gut, habe alle mehrfach gesehen, sehr, sehr häufig, war ja auch Kindheit. Mhm. Und ich habe auch die Spiele gespielt damals. Damals Stein der Weisen auf dem Computer und Kammer des Schreckens dann auf der PlayStation 2. Ja, Stein der Weisen hatte ich auch. Stein der Weisen hatte ich auch. Und ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie ein Bug war oder so damals. Das kann ja durchaus sein. Ach Gott, das war, glaube ich, so die erste Quest irgendwie oder den ersten Zauber bei Quirrell, die man machen musste. Man musste im Prinzip nur so eine Schnecke nachformen. Und ja, mal wurde es angezeigt bei mir. Mal hat man die Schlange, diese Schnecke halt gesehen und mal nicht. Ja, das war halt auch mega buggy, ne? Es hat einfach nichts funktioniert. Es war wirklich buggy, aber es war halt auch ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich hatte so viel Spaß. Absolut. Und also, dieser Hausgeist, erinnerst du dich an diesen blöden Hausgeist? Peeves, ja, dieser, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Nervig. Der war so nervig, ich hatte so Angst vor dem. Ich hatte richtig Schiss. Weil, wie alt waren wir da? Jung. Also ich war sehr jung, als das Spiel rauskam. Same. Und der hat mir so Angst gemacht, als ich da meine Bohnen sammeln wollte. Mhm. Und er einfach rumspukt, wie so ein Wahnsinniger. Hast du gerade so ein bisschen das nächste Spiel bei dir angekündigt? Also bei mir geht es gerade darum, dass ich erstmal noch ein bisschen Updates raushaue, um nochmal ein paar Engine-Features herauszubringen. Mhm. Denn bei mir wird heute eine ganz neue Engine erstellt, denn ich habe vor, mich der Welt der Strategiespiele zu eröffnen. Ich meine, wir sind hier der Hub für Strategie und Rollenspiele. Rollenspiele haben wir schon weit und breit abgedeckt. Geschicklichkeitsspiele mehr als mir lieb ist. Aber die Strategiespiele müssen einfach nur nochmal alleine fürs Gefühl mit rein. Und ich möchte da wirklich nochmal richtig hoch in die Ränge reingehen. Das bedeutet, die ersten Strategiespiele werden keine Banger werden, sondern wir wollen erstmal lernen, wie man Strategiespiele überhaupt macht. So, das ist so das Erste, was wir gerade versuchen. Was steht bei dir dran? Forschung. Denk an die Forschung. Mhm. Ich möchte es nochmal erwähnt wissen. Ich bin aktuell dabei. Mir fehlen jetzt an Achievements eigentlich nur noch 3 Stück. Adventure, Echtzeitstrategie und ich glaube ganz unten Survival. Das sind die 3 Spiele, die mir jetzt noch fehlen. Ein Retro-Spiel wollte ich noch machen. Und dann habe ich mehr oder weniger die meisten Achievements am Ende des Tages doch noch hingekriegt. Und dann schauen wir mal, was wir dann noch in den letzten Folgen machen werden. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin auch sehr stolz auf deine 25 Milliarden. Ja, manchmal muss man ja auch die eine oder andere Milliarde gut einsetzen. Theoretisch könnte man noch irgendwie versuchen, auf Krampf auf 100% zu gehen. Da hat mir ja der liebe Dan Wallace nochmal in die Kommentare geschrieben, wie das geht. Und es ist viel, was wir machen müssten. Ja, also Dan Wallace ist da natürlich auch schon
sehr, sehr stark reingegrindet und hat, glaube ich, alle Achievements geholt, nicht wahr? Ich glaube, er hat alle. Absolut alle. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für die ganzen Tipps und Tricks. Ja, wir können uns gerne noch so als Sidequest aufgeben, dass wir uns nochmal um die 100% kümmern. Einfach, damit wir es versucht haben. Aber das ist natürlich eine große Herausforderung. Das ist natürlich eine richtig große Herausforderung. Wir entwickeln schon mal eine Engine. Stimmt, was ich theoretisch noch machen könnte, wären die 50 Millionen Einheiten zu verkaufen. Das wäre durchaus, das hast du ja schon vor einiger Zeit geschafft. Genau, wir haben das schon, noch nicht. Wir haben das schon abgehakt. Aber es wäre natürlich ziemlich cool, wenn du das auch noch erreichen würdest. Hattest du es eigentlich absichtlich gemacht, im Sinne von, so, wir knallen mal den Preis auf 1 Euro oder 1 Dollar? Also ich würde dann wahrscheinlich wie so ein Top-Game machen und das eins von meinen... Achso, nee, das ich habe das nicht herausgefordert. So meinst du das, nicht wahr? Ja, genau. Nein. Also wir haben durchaus... wir haben zwischendurch durchaus hin und wieder mal ein paar Preissenkungen gemacht. Mhm. Aber die Preissenkungen waren immer in einem Bereich, dass wir 2, 3, 4... maximal 5 Euro runtergegangen sind vom Standardpreis. Ja, okay. Das ist ja noch nicht ganz so viel. Genau. Aber ich muss auch sagen, wir hatten auch sehr erfolgreiche Spiele, wo wir mit einem Normalpreis reingegangen sind. Also es hat natürlich Einfluss, aber ich würde behaupten, dass der Einfluss jetzt nicht so signifikant ist, wie man es denkt. Okay. Aber man weiß ja nie, nicht? Ich glaube, du brauchst einfach nur ein Banger-Spiel. Weißt du, mit welchem Spiel du das schaffen könntest, meiner Meinung nach? Star Trek? Nee. Nicht? Football Manager. Oh, wow. Und dann ordentlich Add-ons hinterherhauen. Es könnte sein, dass die Add-ons dann vielleicht nicht hundertprozentig in die Gewinnzone reinkommen. Aber... Das müssen sie ja auch nicht. Sie müssen ja nur den Rest pushen. Genau, sie müssen das Hauptspiel pushen und unterm Strich kommst du dann sowieso mit einem Plus-Minus raus. Von daher glaube ich, wäre das eine ganz gute Möglichkeit. Musst du mal schauen, ob es für dich passt. Was für ein Spiel kommt? Katzen Island. Katzen Island, okay. Ich überlege gerade, es einfach einem Publisher zu geben, weil ich theoretisch ja noch das mit dem Publisher machen könnte. Ja. Ah, es wurden noch nicht alle... Oh no. Als ob ich jetzt schon wieder... Oh no. Die Blue Box wurde noch nicht veröffentlicht. Gut, das Spiel wird eingesagt. Hatten wir das Problem nicht schon in der letzten Folge? Ja, das hatte ich schon mal. Aber bei der Blue Box 2 und jetzt sind wir ja schon bei der 3. Vielleicht für all jene, die jetzt nochmal reingeschaut haben. Wir hatten gerade einen Aufnahmewechsel quasi. Das heißt, wir mussten uns nochmal ein bisschen reindenken. Vielleicht hat der liebe Code Blue das letztes Mal genau schon so eruiert. Ich weiß es nicht. Das ist sehr, sehr gut möglich. Und ist jetzt auch bei 10 Milliarden angekommen. Sehr schön. Nee, das Ding ist natürlich, ich muss eine Wirtschaftssimulation machen. Alles andere funktioniert, wenn ich die auch nur ansatzweise Richtung 100% möchte, funktioniert das ja nicht. Obwohl, nee. Ich will ja auf die 50 Millionen Dingens. Schwierig. Man weiß es noch nicht. Ich muss mal schauen. Weiter geht's. Ich bin sehr gespannt. So, meine Engine wird entwickelt und dann mache ich ganz kurz Pause, denn wir starten jetzt mit unserem ersten Strategiespiel und das wird, ja, den Namen leak ich mal noch nicht, den darfst du dir gerne später anschauen. Die Frage ist, welche Features haben wir denn? Also es ist nichts, hat diesmal nichts mit dir zu tun. Ach, Gott sei Dank. Wir haben halt schon viele Features, aber wir können, glaube ich, auch schon alle Features, wenn ich das richtig sehe. Wir haben bei allen Features mittlerweile 5 Sterne. Das heißt, ich brauche die auch gar nicht mehr lernen. Das heißt, ich kann wirklich ein B-Spiel machen. Das wird halt wirklich ein schlechtes Spiel. Aber das ist... Ja gut, aber das schlechteste Spiel wäre auch nochmal ein Achievement.
Stimmt. Auch mitnehmen. Stimmt. Strategie, wollen wir noch ein Untergenre machen? Strategie Wirtschaftssimulation. Genre würde ich eher von absehen, weil die haben noch mal andere Anforderungen als nur Strategie. Da müsstest du immer das Untergenre machen. Mhm. Hätte ich aber kein Problem, wenn es Wirtschaftssimulation wäre. Weil ich mag Strategiespiele sowieso am meisten, wenn sie einen Wirtschaftsanteil haben. Wir probieren das mal aus. Wäre auch eine neue Genre-Kombination, sehe ich gerade. Würde mehr Spiele verkaufen. Beim schlechten Spiel natürlich die Frage, ob man das braucht. Was passt bei Strategie für ein Thema? Ja. Skifahren vielleicht nicht. Aber wenn es irgendwie Soldaten gibt, fände ich es cool. Hast du schon mal Soldaten gesehen als Kategorie? Nee. Seltener also ich bin mir sicher, dass es. Also du kannst es mal googeln, also suchen. Nee, gibt's nicht. Seltener gäbe es, ist aber ab 16. Ich weiß nicht, ob Strategiespiele ab 16 sind. Deswegen lassen wir das mal. Römisches Reich. Römisches Reich passt. Und dann haben wir jetzt Untergenre Adelshäuser. Ja, machen wir mal. Lizenz erwerben machen wir mal nicht für dieses erste B-Spiel. Nehmen dann hier die neue schöne Engine, Main-Plattform. Wir machen das mal als Exklusivspiel erstmal. Ne, wir machen für alle. Sollen sich wirklich alle dran laben können, jedenfalls jetzt am Anfang. Das können sowieso die wenigsten abbilden, weil das ja eine starke Engine ist. Können wir noch ein DevKit erwerben? Ja, tatsächlich gibt es da noch ein paar neue. Pony Game Station zum Beispiel. Ja, Codeboy hole ich mal mit, einfach, dass ich es habe in meinem Portfolio. Und dann gucken wir mal. Genau, das sind die neuen Sachen. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen im Hinterkopf, wir wollen auf kurz oder lang eventuell die 100% erreichen. Ob wir schaffen mit den Tipps von Dan Wallace. Mal schauen, ob wir schaffen. Ich bin sehr gespannt darauf. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Strategie brauchen. Was braucht man bei Strategie besonders? Zugänglichkeiten nicht. Nee. Innovation weiß niemand. Innovation ist auch einfach. Ah. Story. Lass ich mal in der Mitte. Eine gute Story ist schon immer durchaus Level relevant. Und Missionsdesign mache ich mal hoch. Charakterdesign weiß ich nicht. Ist nicht so wichtig eigentlich. Ich mach das mal so. Spiellänge, Spieltiefe habe ich auch keine Ahnung. Wir müssen das jetzt ein paar Mal hin und her schieben. Es ist mehr Core-Gamer. Es ist ab 12, glaube ich, ist in Ordnung. Es muss auch ein bisschen schwieriger sein. Mhm. Gameplay liegt ein Fokus und auch Technik liegt ein Fokus. Sound nicht unwichtig, Grafik auch nicht, aber nicht der Hauptfokus, würde ich behaupten. Und wir aktivieren mal ein paar Features, aber es werden nicht so viele reinkommen können. Ist ja nur ein B-Spiel, das ist ja... Ja, es ist jetzt erstmal nur fürs Lernen. Ja. Vielleicht noch Maus-Support wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Und dann... Ach, weiß ich nicht. So eine Maus wird doch wieder überbewertet. In-App-Käufe... Das sollten ja eigentlich nicht an sein. Okay. Und dann produzieren wir das mal. Ich starte mal die Entwicklung. Und sehr schön. Warte, es fehlt noch was. Tastatur-Support fehlt noch. Okay, wird automatisch aktiviert. Dann nehmen wir hier den Multiplayer raus. Und nehmen den Multiplayer raus. Und dann wird es ein richtig schlechtes B-Spiel. Ein richtig, richtig schlechtes B-Spiel. Aber manchmal muss man es ja mal angehen. Um herauszufinden, wie weit wir kämen.
Okay, dann mache ich weiter, wenn es für dich okay ist. Ja, unbedingt. Gerne. Sorry für die lange Pause, aber es ist jetzt natürlich was ganz Neues mal wieder. Ja, wenn neue Sachen kommen, dann ist es auch mehr verständlich, dass man das auch nutzen möchte. So. Ja, das wären erstmal ein paar sehr, sehr schlechte. Ein paar sehr, sehr schlechte Spiele. Vielleicht haben wir jetzt wirklich endlich mal das schlechteste Spiel des Jahres sogar aus unserer Feder. Wir hatten es ja bereits über die Tochterfirma. Aber vielleicht auch endlich mal aus unserer eigenen, aus unserem eigenen Hause. Es wäre nur zu wünschen. Absolut. Ah, schön. Da werden jetzt auch nicht viele Ressourcen reingesteckt. Da wird jetzt hier ordentlich rausgeballert. Denkspiel ist gerade beliebt geworden. Auch im Spezialmarketing werde ich nicht viel machen. Denkspiel ist beliebt geworden, das ist krass. Wer will denn Denkspiele haben? Also, weiß ich nicht. Dr. Teglius war eigentlich der, da war eigentlich Zenit. Danach ging es ja, ne? Noch bergab. Das dachte ich nämlich auch. Das dachte ich auch. Okay, es sieht aber wirklich alles sehr, sehr gut aus. Ich habe ein bisschen Angst. Keine relevanten Forschungen. Oh nein, ich habe gleich keinen Platz mehr für Server. Also ich habe gleich ein Serverproblem. Eieiei. Noch 6 Millionen freie Plätze. Wir haben 50 Millionen Spieler von Weltkriegskunst 2, aktive Spieler. Wahnsinn. Das Ding macht... Das, alleine das hat 12,6 Milliarden Gewinn gemacht. Nur in der Free-to-Play-Version. Da musst du die MMO-Version auch noch mit oben raufrechnen. Das ist halt absolut krank. Immerhin. Das klingt doch... Das ist doch easy. Mach kurz Pause. Ja, klar. Denn das Spiel wird jetzt schon rausgehauen. Wird ein absolutes Nicht-Banger-Spiel. Wow, so schnell ging das bei dir? Genau, das ist jetzt einfach nur zum Testen. Krass. Darf gern fremder Publisher machen, denn das ist jetzt... Wird ein ganz schlechtes Spiel. Electric Arts. Die Firma der Helden. Er kommt auch in Game Pass mit rein. Wir wollen ihn natürlich auch buffen. Und dann bin ich sehr gespannt, was jetzt bei rauskommen wird. Das Problem ist, ich habe halt... jetzt noch keine Leserbriefe, dass ich nicht direkt den Nachfolger raushauen kann. Aber du kannst trotzdem Dingens machen, oder? Du kannst schon mal gucken, ob irgendwas schon mal richtig war. Spielbericht. Genau, das mache ich auch direkt. Das mache ich direkt. Dann würde ich gleich nochmal schnell auf die Pausen gehen, um zu schauen. Wo kann ich es am besten einsehen, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Fortsetzung, nicht wahr? Dann gucke ich mal. Ja. Okay, da sind schon mal Haken dran. Ich weiß halt nicht, beim Unterthema ist halt kein Haken dran. Mit wie viel Prozent kam es denn raus? Ich habe nicht drauf geachtet. 37 oder so. Okay, wir haben einen Contender für schlechtestes Spiel des Jahres. Das könnte wirklich sein, ja. Das wäre actually funny. Gucken wir mal. Also Römisches Reich scheint... passend zu sein, schon mal. Das ist ganz gut. Dann haben wir sonst einen Lucky Punch gehabt. Spielbericht. Und Adelshäuser war auch gut. Okay, alles klar. Zielgruppe war nicht richtig. Missionsdesign war schon mal richtig. Und das war schon mal richtig. Wir haben ein paar gute Sachen gemacht. Okay, Adelshäuser passt sogar auch. Das ist ja klasse. Okay, dann warte ich mal kurz ab, was hier noch an Feedback jetzt reinkommt. Mhm. Wahrscheinlich ganz schlechtes Feedback. Bei 37% auf alle Fälle. 82.000 Verkäufe, Platz 5. Die Leute lieben es. Lieben es. Also 433 Likes zu 879 Dislikes. Vielleicht wie schön du das einfach Likes nennst. Ja, positive Bewertung, nicht wahr? Fans. Fans sind das. Sind alles Fans. Für die Fans. Wir nehmen das natürlich auch mit auf die Convention.
Ist ja klar. Klar. Also da muss das natürlich das Zugpferd Firma der Helden muss natürlich mit drauf. Na klar. Da sind wir stolz drauf. Auf das Baby. Komm, wir hauen noch ein kostenloses Update raus, was teurer ist als das Spiel an sich gefühlt. Oh Gott. Kundensupport haben wir 135% mittlerweile erreicht. Also auch da geht's nach oben und zwar steil bergauf. Mhm. Wir kommen nicht hinterher. Mhm. Also das ist wirklich Fanliebe, die wir hier zeigen. Und wie gesagt, die Server machen mir halt wirklich Angst. Wobei Welt der Kriegskunst 2... Nee, wächst noch. Boah. Das ist wirklich die heftigste IP, die wir geholt haben. Strategie momentan sehr unbeliebt, auch Wirtschaftssimulation. Warum verkauft sich das denn so häufig? Aufgrund der Fans wahrscheinlich. Das könnte sein. Da hatten wir uns ja auch letztens drüber unterhalten, wo wir uns gefragt haben, kann man so ein richtig schlechtes Spiel rausbringen? Und es wird halt trotzdem gekauft. Anscheinend ja. Das ist... Du hast halt jetzt im Grundstock an Fans, die das tatsächlich kaufen. Sie verlassen dich höchstens, die Fans. Ja, dann muss ich damit leben. Können wir weitermachen? Ja, wenn ich jetzt noch den Spot hier finde. Mhm. Da. Ja, können wir weitermachen. Weil das ja gerade von der Convention pausiert wurde, wusste ich jetzt nicht, ob du jetzt auf mich wartest oder so. Ich warte immer auf dich. Jetzt gucke ich mal, ob ich ein paar Fanbriefe reinbekomme. Ich bin gerade am Arbeitsmarkt, da wollte ich hin. Gerade? Ich will ja nichts sagen. Platz 5, felsenfest. So stark. Ein schlechtes Spiel. Das ist der Wahnsinn. Immer noch besser als ein Shooter aus Sicht einer dritten Person. Also. Ich verstehe nicht, warum. Das ist ja gerade auch im Negativtrend. Bei 44%. Achso, wir hatten den Booster aufgrund des neuen Genres. Das kann man auf jeden Fall sagen. Habe ich denn schon Fanbriefe bekommen? Guck mal, ob wir, wenn wir eine Fortsetzung machen davon. Hier unten. Haben wir schon Fanbriefe? Wir machen das einfach Erscheinungsdatum. Grafik enttäuscht. Mehr Innovation, ganz klar. Und zu schwierig. Zu schwierig. Come on. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und zu sehr für Casual Gamer. Okay. Wir gucken mal, ob wir schon mal so ein bisschen das Ganze fortfahren können. Dass wir schon mal alles so ein bisschen einstellen. Okay. Und warum hat Römisches Reich keinen Stern bekommen? Fragen über Fragen. Mhm. Niemand kann sie beantworten. So. Niemand kann sie beantworten. Das stimmt. Auch hier das Audio hat keinen Stern bekommen. Vielleicht, weil das Spiel so schlecht ist. Das könnte natürlich sein. Also mehr Innovation. Würde mich schon fast wundern. Mehr Innovation. Und es war zu schwierig. So. Bessere Spieltiefe. Zu sehr für Casual Gamer. Also es ist 100% jetzt bei Core Gamer. Mhm. Aber zu schwierig auf der anderen Seite. Für Core Gamer ist doch nichts so schwierig. Deswegen ja. Deswegen wundert mich das. So, kriegen wir noch. Du bist gerade auf der Pause, nicht wahr? Also du bist gerade auf der Pause. Achso, nee, wir können weitermachen. Dann geht's weiter.
Ich stelle es nur so nebenbei so ein bisschen ein, was ich jetzt hier schon bekommen habe. Muss das Level-Design ein bisschen leiden anscheinend. Wobei ich lasse das erstmal und guck, was jetzt hier noch für Briefchen reinkommen. Mhm. Beach Taxi, hau rein. Island of Monkeys 3. Eine Konkurrenz zu deinen Katzen. Aber meine Katzen kommen später erst. Und okay. Das wird auf jeden Fall nicht gut. Die Islands of Monkeys, die kommen ja jetzt schon. Sind die gut geworden? Ach, Wizard kommt noch? Ja, mittelmäßig. Okay. Nicht schlecht, nicht gut. Ich hab schon Angst gehabt. Konkurrenz hier. Quasi. Haben wir wirklich nur 5 Briefe bekommen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist halt auf Platz 4, ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Es ist einfach auf Platz 4. Und es ist so ein schlechtes Spiel. Nee, ist schon gut gewesen. Also es könnte wirklich in den Charts gleich auftauchen. Und zwar ganz unten. Ja, vielleicht klappt es ja sogar trotz... Das wär schon fast funny, aber ich glaube, das ist nicht schlecht genug. Oder? Ich gönn's dir auf jeden Fall nicht. Auch wenn ich es lustig finden würde, ich gönn's dir nicht. Vielen Dank. Was soll denn hier noch machen? Spezialmarketing müssen wir noch machen. Aus. Fleißig spezielles Marketing. Beim Spielbericht, was die perfekte Möglichkeit war. Hier ist das Beste 50, 10, 10, 30 sogar. Wow. So voll auf Gameplay. Aber das verstehe ich sogar. Mhm. So, dann sagt er mir, es fehlen noch Sachen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich schaue gerade, dass ich entsprechend passend unterstütze für meine letzten 3 Games hier. Weil stockt ja gerade ganz kurz bei mir, deswegen hatte ich schon ein bisschen Angst, dass alles, dass irgendwas... Ich habe meine Konsolenabteilung noch ein wenig erweitert. Okay, interessant. Ja. Nochmal 6 Leute mehr eingestellt, dass die hier irgendwann mal fertig werden. Ich glaube, nach der Blue Box 3 kann ich das Ding auch getrost einstellen, einstauben und nochmal was Neues machen. Nochmal was Neues dahinstellen. Firma der Helden bei guten 3. Platz. Ja. Verständlich. Aber Wizard ist auch auf Platz 4. Also das sind auch keine Banger-Titel. Und 8 Millionen Fans, die kaufen alles. Wizard, Island of Monkeys 3 und Beach Taxi 3, das sind alles von mir eben genehmigte Spiele. Und die waren alle nicht so gut, muss ich sagen. Das waren alles mittelmäßige Dinger. Aber besser als 37% wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich. Nee, passt. Ich habe auch gar kein Spezialmarketing gemacht für Firma der Helden. Weil ich mir dachte so, ja... Ja, die 3%. Weil willst du so ein schlechtes Spiel an die Presse überhaupt rangeben? Wir sind mit dem Server vollgelaufen. Ich muss kurz Pause machen. Okay, jetzt haben wir ein Serverproblem. Das heißt, dieses Lager hier wird abgerissen. Wir bauen hier einen Serverraum rein. Der Serverraum, er entsteht. Und wir bauen die Server manuell rein, weil das kann die automatische Berechnung irgendwie nicht so gut. Moderne Klimaanlage. Können wir noch einen weiteren Server reinstellen vielleicht? Wunderbar. Und dann passen nochmal 14 Millionen rein. Ich mach weiter. Und dann kommen wir jetzt hier gleich schon zu den Mad Games Award. Das wird spannend. Also, ich habe nichts rausgebracht. Also so spannend wird es bei mir nicht. Aber du hast einiges rausgebracht, oder? Firma der Helden. Firma der Helden ist rausgekommen.
Das ist das Einzige, was... Guck mal, in die Top 10. Jetzt verstehe ich ja auch einiges. Es gibt gerade nur 9 Spiele auf dem Markt. Lol. Lol. Was ist denn da passiert? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Einmal der Spielemarkt leer gefegt. Und da kommt es. Spin and Turf 2. Okay, kam noch davor raus. Im Jahr 2022 kam das raus. Aber wahrscheinlich so nah zu den Awards, dass es erst in den nächsten Zyklus ranging. Und hat sich hier alles geholt, nur der Entwickler des Jahres und das schlechteste Spiel des Jahres konnten wir beides nicht holen. Das wäre mir eine Freude gewesen, wenn wir das schlechteste Spiel des Jahres gemacht hätten. Ich hätte es ehrlich gesagt sehr lustig gefunden. Ich auch, also, ich auch. Aber beim nächsten Mal? Ja, hoffentlich. Beim nächsten Mal schaffst du es. Beim nächsten Mal schlechtestes Spiel. Vielleicht bei...